Moin Moin, hier ist der Schansen und wir spielen weiter Asgard's Wrath. In der letzten Folge habt ihr natürlich alles ohne Ton gehört und wir haben schnell vorgespult. Aber jetzt ist wieder Ton da und wir können hier mal direkt gucken, wie das Ganze funktioniert. Also wir sind jetzt hier angekommen, wie in der letzten Folge gesehen, und müssen hier jetzt vielleicht ein kleines Rätsel lösen. Ich schaue mal ein bisschen rum, ob man irgendwas machen kann. Nö, da kann man nichts machen. Da drüben ist irgendwie so ein fliegendes Teil für unseren Falken. Und da müssen wir rüber. Ah, es sieht so aus, ob man mehr machen kann, ne? Vielleicht kann man noch mehr machen. Gucken. Hier ist nichts. Da ist das Ding. Wo man den mal rüber, glaube ich, oder? Ich dachte, jetzt ist der Falke nicht mehr da. Das wäre ja was Cooles gewesen jetzt. So, dann kommen wir hierher. Gehen wir rauf. Alle Touren hier. Ganz gut, wenn wir alles lernen. Wir brauchen auch alles. Hier ist nichts weiter, ne? Nö. Na, dann lass uns mal unseren Weg fortsetzen. Okay, cool. Ach, guck mal, das ist natürlich ein Haken, also Schwert raus und. Perfekt. Ist gar nicht so schwierig. Warte mal, wir haben ja noch ordentlich Punkte bekommen. Lass uns die nochmal verteilen. Guck mal, 18 Stück. 18 Stück haben wir. Gut, lass mal schauen. Was gibt's denn Neues hier? Das Schild ist schon nicht schlecht. Lass dir mal stärker machen, oder? Bis zu zwei Treffer. Ah, ich weiß nicht. Es ist zwar nicht viele Punkte, aber. Wenn ihr den Schild von Manu werft oder zurückruft, kann man Explosion auslösen. Schild ist gar nicht so schlecht. Nicht hochballern. Was ist das hier? Schadensverachtung, okay. Barrieren, okay. Okay, ja. Kann man machen. Ich weiß nicht. Also ich finde das okay so, aber. Viel Power, ne? Ist das hier? Fähigkeit, geworfene Objekte. Werft durch eh nichts. Die Schlangen, ja, ich weiß nicht, die haben jetzt nicht so viel gebracht, die eine Schlange. Drei würden wahrscheinlich mehr bringen, aber das hier reizt mich natürlich, noch mehr Stränge zu haben, aber. Der Wurfrausch, den haben wir ja. Dann haben wir ein bisschen mehr Schaden raus. Ja, diese Heldenfähigkeit, die würde ich auch ganz gerne mal nutzen, irgendwie. Drei zusätzliche Äxte. Das hier. Damit können wir die versteinern. Ah, okay. Ich weiß nicht. Kreissäge. Ich weiß nicht. Ist irgendwie auch komisch. Obwohl, das trifft ja ganz gut, der Gegner, aber. Füg 3 zu die Äxte hinzu. Ja, mich reizt ja dieses Versteinern, ne? Das machen wir jetzt einfach mal. Diese Fertigkeit ist eure. Ah, noch ein mehr. Ihr habt gewählt. Ja. Gucken wir mal den anderen Tieren nochmal. Wir werden denen irgendwas machen können. Also unser Vogel muss auf jeden Fall irgendwas bekommen. Aber. Ja, ich weiß nicht. Das ist schon cool alles, ne? Man muss ja auch ein bisschen aufpassen, weil man es zu viel Dinger versaut. Ja. Mehr Leben. Oh, mehr Schaden ist auch nicht verkehrt. Das Radius. 66%. Wenn diese Luft springt, mit diesem Stab das macht. Ach, ist auch nicht verkehrt. Ist auch nicht verkehrt. Heiligtum. Heilradius um 50%. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das machen wir mal. Ach, und die 5, die glaube ich, die haue ich doch ins Versteinern rein, oder? Hat mich am meisten gereizt, irgendwie. Göttlicher Zorn. Ne, geh nochmal zurück. Ich glaube, ich mache es wirklich in das Versteinern rein bei der Special-Fähigkeit, oder? Oder doch bei den Strängen.
weiß es nicht. Doch, hier packen wir es rein, glaube ich. Das am besten. Darüber zu gebieten. Gut. Müssen wir natürlich auch mal nutzen dann, ne? Ach, ist ja Quatsch. Dachte ich gerade, du kannst auch mal kurz zeigen. Aber das ist ja Quatsch. Ich habe ja, das ist ja gar nicht das, was man so nutzen muss. Das ist ja das, was wir nutzen, wenn wir 3 Aufladungen haben. Die haben wir noch nicht. Okay. Jetzt haben wir 2. Okay. Gut, lass mal weiter. Oh, das sieht ja schon cool aus, ne? Mit dem... Das Ding haut auch ganz gut rein. Zack. Sieht geil aus irgendwie, oder? Schwupp. Oh, das ist schon lustig. Gut, lass mal weiter gucken. Ah, okay. Wir haben ein paar Rätsel hier. Ach, guck mal. Kann ich denn jetzt hier machen? Ich muss da oben längs laufen. Da, wie komme ich da hoch? Hier kann ich mich... Kann ich steigen? Okay. Damit wird auch für irgendwas gut sein. Aber wie komme ich da rüber? Wie komme ich da hoch vor allen Dingen? Wie komme ich denn jetzt da hoch? Da ist so ein Ding. Da ist nur keins. Hier ist auch nichts. Okay. Gut, dann mal gucken. Ach, guck mal, da unten ist das. Habt ihr das gesehen? Da muss ich den hochmachen. Da hängt das Häkchen an diesem Fahrstuhl dran. Okay, dann machen wir das so. Erstmal da rüber. Ach, guck mal, da ist ein Schalter. Okay, dann gehen wir runter. Gehen wir da hoch. Hi, Kätzchen. Hier müssen wir jetzt rüberlaufen auf jeden Fall. 1, 2. Ah, okay, warte noch. Wenn er hochfährt, ne? Dann machen wir es jetzt. So, als erstes mal das Ding hier runterlassen. Lässig mit der linken Hand. Und dann. Ach, jetzt fährt der Stein darüber. Okay, dann darüber. Ach so, um da hinten auf die Truhe zu kommen wahrscheinlich, ne? An die Truhe ran. Ah. Gut. Ist ja auch ein bisschen Quatsch hier, ne? Komm, mach ich den Stein lieber weg, damit ich dann den geraden Weg bekomme. Damit er erstmal darüber kommt, ne? Natürlich. So. Ja, okay. Das ist natürlich nicht gerade gleichzeitig. Ich muss den Stein nochmal hinmachen. Damit er da hängen bleibt und wir die auch ungefähr auf gleicher Höhe bekommen. Na los, das beeindruckt mich. Das sollte nicht. Genau. So, dann also nochmal. Ja, los. Damit wir die ungefähr auf gleicher Höhe bekommen. Und zurückfahren. Stopp. Jemand muss. Weg mit dem Kackstein. Und dann. Die Wand und wieder zurück. Dann müssten wir die ungefähr eine Höhe bekommen. Perfekt. Gucken wir mal runter. Ja. Er hat außen sogar 2 Truhen. Okay. Herse, Harald. Dann müssen wir nur mal das Ding hochmachen, damit wir oben gleich langlaufen können. Den Fahrstuhl haben wir schon geholt. Mal schnell zurück. Hört sich mal wie so eine auf Stöckelschuhen läuft. Gut, hier wieder aufpassen. Oh, lauf! Und hakt auf einmal. Gut. Okay, Schwert raus, dann können wir gegen, ne? Ja. Los geht's. Nicht mal was drin, was für eine Frechheit. Oh Gott. Oh, das ist ein Gegner. Okay. Gut, dann lass uns erstmal gucken. Da steht da vorne ein Knopf rum. Den jetzt ist. Oh, ich schön daneben geworfen. Nicht.
Oh, das ist auch irgendwann ein Flugding. Ich frage, wie hier ist. Da ist er. Die holen wir uns. Nein, da ist der Haken festgehalten. Ja, noch ein Flugding. Ich will noch einen einfach. Mein Schwert weggeworfen. Das wollte nicht sein, aber egal. Klappte trotzdem. So, was können wir hier machen, außer das Ding Scheiß einzusammeln? Beziehungsweise, was müssen wir hier machen? Ist die Frage. Oh, macht auf. Okay. Ja. Da drüben. Und gleichzeitig draufstehen? Passiert irgendwas? Nö. Gut. Ist hier kein technisches Rätsel? Nee, wahrscheinlich nicht. Dann lass uns mal nur den Knopf drücken. Ja, und Schalter ziehen. Drücken, ziehen, ist ja fast das gleiche. Hm? Ach, so ein 2. Ist die Tür wieder auf. Mich nicht. Nein, kriegst einen Faust. Na gut, wir müssen aber nur darüber. Das geht anscheinend hier längs. Boah. So, ein Rätsel wieder hier. Da können wir auch noch rüberkommen. Kommt irgendwas runter? Ach guck mal, da können wir drüber schwimmen. Das war's. So, das war's. Okay. Das war easy. Ist hier noch irgendwas? Ja, keine Kiste, nichts. Na gut. Mal gucken. Okay. Geht wahrscheinlich zum nächsten Gegner. Ich behaupte mal, dass es hier noch einen Gegner gibt, der ein anderes Stück noch von unserer Sonnenscheibe hat. Wir haben jetzt ja nur ein Drittel, wir brauchen noch ein Drittel. Müssen wir alles haben. Und das Horus übergeben. Schauen wir mal. Ja, gut, ist schon mal, da ist schon mal Rüstung. Das ist schon mal nicht schlecht. Gut. Oh, hier müssen wir schon weiter schwingen. Okay. Ja, sieht nach einem fetten Kampf aus. Da ist die Scheibe. Und wie komme ich nun wieder runter? Naja, wir gehen einfach rein. Ein weiterer Cousin Hallöchen. Von Subira. Das sieht auch cool aus. Unsere Haut zu, okay. Dann lass mal schauen, ob wir den besiegen können. Oh, ist der von hier? Alter. Ich hab ihn zugehauen. Aber der macht das gleich wie der Wasser. Seropart. Ich kann mit meinem Schild zurückbeißen. Was wäre jetzt da? Der schießt so Windbojen auf den Schild. Okay. Seropart. Windseropart. Was aber beim Wasser Seropart denn? Oh, das ist auch doof, dass man mit links auswählen muss. Dann steuert man immer so ein bisschen. Ach, dann ist ein Menü auf, das nervt ein bisschen. Aber egal. Was will der denn? Okay. Die kann man relativ einfach ausweichen. Oh, jetzt auch. Ah. Auf dein Schädel, du Affe. Oh. Da rennst du. Was ist wieder denn? Windvögel da los auf uns. Okay. Ah, mit den Haken ziehen, okay. Aber ist eigentlich relativ easy bis jetzt. Da kommt schon vor. Na okay, die Hälfte haben wir schon mal weg. Ach, das ist ein bisschen... Was? Achso, jetzt springen, okay. Wie kann ich ihn datschen, okay. Ach, so kann ich ihn runterziehen. Ah, so viel Leben kriegt er gerade gar nicht dadurch, ne? Oh. Ah, Alter.
ist einfach nur genockt hier. Ich sollte ihn mit dem Schild stoßen? Nach dem Witz sollte ich ihn auf jeden Fall mit dem Schild stoßen. Okay, mal ausweichen hier, diesen blöden Wind. Nice, das weiß ich nicht. Okay, aber der ist wesentlich einfacher gerade als der Wassergegner, fand ich. Vielleicht aber auch nur, weil man den ersten beim Wassergegner. Oh, beim Wassergegner ist so ein bisschen. Huch, was war jetzt? Okay. Ach, okay. Oh, jetzt schießt die Brust, okay. Ah, ich glaube, wenn man Wassergegner ist schon easier war oder schwerer war, hat man die Ring jetzt leichter drauf. Nochmal. Da oben rüber. Ich treffe ihn nicht. Oh, ich das Ding da rein. Hat er nicht so gut. Oh, jetzt haut er zu. Dort, dieser Stein, zieht ihn runter. Hoffentlich sehen wir seine Art nie wieder. Achso, das war's schon. Ein passendes Ende. Das war ein bisschen easy. Auf dass ich nicht lebendig verbrenne. Okay, der war nicht wirklich schwer. Aber cool, jetzt haben wir das Element. Perfekt für uns. Ich bekomme nicht genug Aufmerksamkeit. Ja, ja. Gut. Ja. Das war ja gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir beide Teile. Die müssen wir jetzt Horus bringen. Das machen wir auch. Das machen wir ganz in Ruhe. Ich gucke nochmal kurz hier durch den Tunnel, wo wir jetzt landen. Wahrscheinlich kommen wir jetzt raus, ne? Aber ich glaube, das sollte es für heute gewesen sein. Nicht zu lang die Videos machen, nicht, dass mir wieder der Ton abspackt hier. Aber eigentlich, glaube ich, landen wir jetzt wieder in der Wüste, kann das sein? Und dann können wir das ganze Ding Horus bringen, unseren Geheimversteck. Und der macht uns daraus eine neue Sonnenscheibe. Glaube ich. Mal gucken. Ja, wir sind draußen. Gut. Ich denke mal, hier müssen wir auch nicht viel weitermachen. Wir reisen jetzt nicht nach Horus, das machen wir beim nächsten Mal. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir ein Abo da. Und ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen. Schönen Abend noch und ja, bis demnächst.